Ja, herzlich willkommen wieder zurück zum zweiten, vierten, fünften Serverwechsel. Wir sind jetzt hier auf dem anderen und ja, auch prall gefüllt. Es ist halt nicht mehr so ganz einfach. Und neben mir habe ich natürlich immer noch den im Sonne badenden Digi-Gamer, der da rumguckt. Hey, der Sonnenanbeter. Ja. Der Folgenname ist gesichert. So. Und da hinten haben wir mit der neuen Haube, genau, sie grüßt doch schon die Caddy Respect. Hi. Oh, hier liegt die neue Waffe, ne? Habt ihr die schon gesehen? Nee, hier? Schaut euch meine Posen an. Meinen Buddy. Da liegt eine Waffe. Wo liegt die Waffe? Das ist eine Mosin irgendwas. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Genau vor mir. Nö. Da, ich steh genau drauf. Ich hier sie. Da ist eine Mosin 9130. Ja, hier bei mir, oder? Ja. Bei mir ist sie. Nee, hier vorne ist nix. Da liegt nix. Wollt ihr mich veräppeln? Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, wir haben uns abgesprochen, meinst du? Ich hab eine Sonnenbrille. Ach so, jetzt liegt meine Muse, muss jetzt irgendwo liegen, die ist hier, glaube ich, ja? Da auf dem Boden liegt die jetzt, ja, das ist meine. Mhm. Jetzt sieht keiner mal meine. Ach, die Tische wolltest mir noch Schmerzmittel geben, übrigens. Ja, wo seid denn jetzt schon wieder? Ach, seid ihr lang, ne? Ja. Es ist natürlich jetzt neuer Server, wir sind natürlich im Gebäude, hat natürlich das ein bisschen. Oh, das bist du, ne? Ja. Oh. Es leckt nicht mehr bei mir. Digi, meine Medikamente. Oh, my leg is pain. Da müssen wir das echt, das hier nochmal durchsuchen. Da liegen sie, ja. Schön. Noch? Jetzt sind sie weg. Sag mal, bin ich blöd? Jetzt sind sie wieder da. Wir gehen nach oben am besten, oder? Oben war nichts. War ich eben. Dankeschön. Ich nehme gleich mal noch eine Packung Tabletten. Also meine restlichen. Okay. Konsumieren. Aber ganz oben war ich nicht, ne? Ich war nur hier hoch bis zur Tür und dann wieder runter. Ich bin die hübscheste Frau und ganz Daisy. Ich weiß nicht, ob du ganz hoch. Ich weiß nicht, ob du hochgucken willst, ich glaube nicht, ja. Lass mal. Draußen höre ich einen Zombie? Ja. Ich auch. Mhm. Muss aber nicht unbedingt von uns sein, ne? Der Zombie? Sind eigentlich ja, wir sind ja mitten in der Stadt. Bist du denn nicht fertig hier, du Chunky? Ja, es hängt noch ein bisschen. Also beim Laufen ist es jetzt super, aber beim Schmerz. Die Sonne scheint ja auch sehr schön durchs Gebäude durch bei mir. Sieht sehr episch aus. Das schon durch den Kopf, weil ich so. Ja. Weil du ein Sonnenschein bist, natürlich. Genau, das wollte ich sagen. Also mal, deine Tabletten sind jetzt alle, aber ich habe noch die Packung vom Digi. Damit dürfte ich erstmal noch ein paar. Meine war 92%. Ja, dann kannst du noch ein paar Folgen aufnehmen, ne? 92%, weißt du, wie lange ich die schon hatte? Ja? Digi ist eines 100%. Wieso? Der hat mich lieber. Ja, noch. Kommst du dir ins Zimmer, Achtung? Könnt ihr draußen irgendjemand sehen? Nee, ich habe ja Coolio und ich werde ihn benutzen, wenn ihr gemein zu mir seid. Ja, genau. Und spuck uns an und blende es uns, ne? Ja. Ich schreibe euch was Böses auf die Stirn. Ja. Also ich kann jetzt auch hinten auf dem Sniperpunkt eigentlich nichts entdecken. Hm. Und dann kannst du ja auch natürlich schnell täuschen, ne? Boom, bin ich tot. Aber ich kann jetzt eigentlich nichts sehen. Okay. Achso, sowas. Schön. Wo seid ihr? Ach, hier vorne, ne? Ja. Guck mal! Ja, ich hab dich schon gesehen mit der Sonnenbrille. Ich meine nicht die Sonnenbrille, ich meine, dass ich meine Waffe in der Hand habe. Splinter Cell. Du hast gerade zugedeckt, bist nochmal zurückgelaufen. Sieht toll aus. Banane? Mit einer Waffe? Und eine Banane? Wer hat eine Banane? Da liegt die Banane. Ich habe jetzt auch mal ranziges Obst mitgenommen, ne? Falls wir jemanden sehen. Ja, das ist ja. Eine Tomate, die aussieht wie ein verrotteter Kürbis. Das erinnert mich gerade an die Simpsons. I tomato. Ja. I like potato. Und alle zusammen. I like tomato. I like potato. Aus einer Tür. I feel hungry. Du hast was gefressen, du fälliges. Fälliges? Rasier dich mal. Wie sehen eigentlich die Avatare, also der Avatar von der Frau, das sieht ja jetzt eigentlich auch an den Beinen, an den Armen sehr glatt rasiert aus. Wie schaffen die das? Macht die das mit der Machete? Ja. Die macht das nackt vor allen anderen. Das fragt sich so keiner, ne? Warum die so glatt rasiert sind, obwohl eigentlich... Ich glaub, da achtet keiner drauf. In der Zombie-Apokalypse habe ich für andere Sorgen, als mich glatt zu rasieren, ne? Da würde mich die Zombies toll finden. Ja, so entstand ja Bigfoot, ne? So, hier ist niemanden. Niemanden. So, hier ist niemanden. Dadum. Das ist eine Spray. Oh, eine Spraydose. Kann ich mal umspritzen? Eine Spraydose? Ja. Mal wieder schwarz machen, das Ding hier. Oder? Empfange. Die Tür läuft gegen das Regal? Nö, ich bin draußen. Läuft bei mir die ganze Zeit gegen das Regal. Nee, ich glaube, das Server spinnt rum hier.
Mal wieder einer. Oh nein. Ach, hat man lange nicht mehr, ne? Was war das? Paint Black, ne? Ich glaube, wir sind in der Hölle. Oh nee, das hab ich. Oh, da kommt überall Rauch aus der Decke. Oh, die Mütze will ich haben. Nein. Oh nein, wieder eine Mütze. Eine Mütze. Guck mal, steht die mir nicht. Sieht aus wie ein Engländer. Mein Gott, wie, du hast eine Mütze. Du hast ja schon lange keine Mütze mehr gehabt, ne? Guck mal, nee, ich finde, ich hätte jetzt immer nur einen Helm und einen Cappy. Jetzt habe ich mal wieder eine richtige Mütze. Oh Gott. Guck mal, ich bin Engländer. So, wenn wir rausgehen, ist sie ein Tour der Engländer. Ja. Dann war ich wenigstens Engländer. Okay. Sind wir ja nicht so weit durch, ne? Ja. Ja. Oh, mal gucken. Bitte mal links laufen. Wo? Links da, raus, du bist schon draußen. Also zur, ja, zur Statue bin ich jetzt erstmal gelaufen. Ich weiß gar nicht, was liegt denn links hinten? Da ist nochmal so ein Komplex. Da können wir mal hin. My leg is in pain. Da hinten links ist auch nochmal ein Krankenhaus, so ein kleines Hospiz. Ja. Gehen wir da hin, okay? Ja. Du gehst vor. Jawohl. Mein Bein tut übrigens weh. Ich versuche mal hier so wenig wie möglich, genau. Ach, jetzt ist echt ramponiert. Ist das neu hier dazu gekommen rechts, oder? Ne, das war schon vorher. Ich glaube, das war vorher schon, ja. Nicht, ne? Hm, wir waren einige Zeit nicht mehr hier, ne? Ja. Schon eine Weile her. Ja. So, jetzt gegenüber, ne? Ist das genau? Klar, ja, ich lauf drüber. Ja, doch. Ich folge. So. Hier mal gucken. Ich tu mal kurz ran zu meinen Fenster, nicht dass da einer steht. Ist mal komisch. Also, ich würde mich da hinstellen zum Beispiel. Aber kann jetzt nichts erkennen. Ihr seid schon reingelaufen? Nee. Achso. Dann bin ich mal. Ich bin jetzt mal hier oben reingehüpft. Wo seid ihr? Helm! Seid ihr hinten? Ja, ja, ich lauf hinten rum. Achso. Wir sind hinten im Schuppen. Naja, so orange, den trage ich nicht. Er passt nicht zu meinen Augen. Aber die Sonne, also irgendwas stimmt ja auch nicht. Ja. Die Sonne scheint ja übelst durch. Da ist ein Defi vorne an der Theke. Das ist nicht schlecht. Ja. Seid ihr schon drin? Nein, wir sind auch hinten rum. Draußen rumgelaufen. Okay, ich bin vorne, ich bin die Empfangsdame. Ja, okay, wir kommen rein. Ja, okay. Ich hab mich geschnitten, ich hab mich geschnitten. Oh, ich brauch Schmerztabletten. Mal wieder. Links ist der Defi. Mhm. Ansonsten müssten wir jetzt, wollen wir hier oder wollen wir links erstmal reingehen? Links, oder? Ja, das ist zwar gerade rechts, wo wir hingehen, oder? Nee, links, von mir aus gesehen, ist das links. Ach so, na dann läuft man links. Ja, dann läuft man rein. Die Tür hat mich gerade übersprungen. Ich versuche hier mal so ein bisschen. Ich hab dich besprungen. Wie sagt immer. Übersprungen. Ich hab auch übersprungen. Hat mich auch, ne? Man hat ja vor dem Zimmer denkt gesehen. Denkt immer dran, ne? Es könnte überall einer lauern. Ja. Bisschen konzentriert bleiben. Ganz leise. Ich bin immer konzentriert. Also, ich bin eine Frau, ich bin multitaskingfähig, ne? Das hat man ja letztes Mal gesehen, ne? Eiskalter Kopfschuss. Ja, solltet mich beschützen. Ja, schnattern, gucken und sterben. Multitasking, pur. Apropos Multitasking, wisst ihr noch, vor vielen, vielen Folgen hatte ich mal einen Bluttest gemacht. Ihr solltet mich daran erinnern, was ich für eine Blutgruppe war. Also, was war ich nochmal für eine Blutgruppe? B0. Nee. Woher willst du das wissen? Ja, ich weiß es noch. Weißt du gar nicht, hast das aufgeschrieben? Nein, hab ich nicht. Du hattest es dir aufgeschrieben, ne? Was hatte ich? Du hattest es aufgeschrieben, ja. Für mich. Natürlich. Damit ich es nicht vergesse. Damit ich nicht vergesse, dass ich A positiv bin. Dann wird es doch irgendwo stehen, hier. An diesen tollen Zetteln. Ich muss getraut, drauf zu machen. Ich habe schlechte Erinnerungen an so ein Dach. Soll ich mal rausgucken? Geh mal weg. Okay, du bleibst erstmal hin, denn wir laufen nicht alle drei raus. Wir laufen nicht alle. Nein, ich bewache die Treppe. Dass keiner hier hochkommt. Nee, ist nicht. Ich sehe eigentlich auch keinen Sniper oder so, ne? Wir könnten eigentlich erstmal wieder reinlaufen, wenn du mich nicht. Ja, alles, was reinkommt, auf der schieße ich. Ja. So, ich habe immer noch Hunger. Hat da keiner was zu essen hier? Erbarmen. Du hast doch eben hier Dings. Ich habe dir doch hier Dings gezeigt. Was essen. Nee. Kellogg's. Was heißt? Nee, sie hat doch. Die habe ich eingepackt. Oh. Ala Changi eingepackt, nicht ich. Ja, da hast du doch nur. Mach mich nicht immer so schlecht. Ich kann nichts dafür. Es ist nicht so leicht, wie ihr euch das denkt.
So. Yum, 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 yum. Und so, meine Waffe ist dann auch noch da. So, was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir dann in die andere Richtung weiterlaufen? Müsste doch irgendwann da das Militärfeld kommen, das kleine, oder? Ja, wir sind noch nicht ganz durch. Nee, wir haben noch. Haben wir noch. Wir sind, glaube ich, jetzt die Mitte, ne? Ja. Ich glaube, das ist jetzt die Mitte. So. Mein Bein tut weh. Oh, Kommunikation. Nee, das wollte ich nicht. Was? Kommunikation? Ist die jetzt leer? Also bei mir ist sie, liegt sie noch da und hat Muni. Nee, das nicht. Ich meine jetzt hier die Dose. Ach so. Leck. So, das Ding mal auf. So, ich mach bei mir jetzt auch mal einen Bluttest. Ja, aber nicht vergessen, was du hast. Ja, schreib das auf oder so. Mach ich. Ich hab schon Tabletten genommen. Mir geht's gar gut. Nicht. Was gar nichts? Keine Blutgrube? Ja, da stand gar nichts. War das ein Bluttest oder ein Salineffekt? Oh, jetzt kommt was. A- bin ich. Oh, ich bin positiv. Wir sind ein Gegenpol. Ach, deshalb steckt ihr immer aufeinander drauf. Das hat ja so ein Manches. Ja. Sanichi ist mein Gegenpol. Der Gegenpol. Und siehst du was? Hm? Oh, das ist ein Fußballfeld. Ja, genau. Na gut, da laufen wir weiter runter, ne? Wenn ihr irgendwann fertig seid. Ja. Ja, ich bin Engländerin. Ich bin schon lange fertig. It's tea time. Müssen wir halt jetzt hier unten auf der anderen Seite. Oh, waren wir hier schon drin? Nee. Was liegt denn hier hinten? Nee, liegt gar nichts. Hier liegt ein Salineback. Echt wie ausgestorben hier, ne? Und ja. Das, obwohl eigentlich so viele hier unterwegs sind, ne? Traurig, ne? Naja. Die hauen alle vor uns ab. Aber Ditch, mir fällt gerade so auf. Ja. Zu deiner Jacke würde meine Mütze wunderbar passen, ne? Oh nein. Ja, ich behalte meinen Helm. Nee, aber so repariert und so. Was? Ich behalte meinen Helm und du kriegst nicht meine Jacke. Die wollte ich auch nicht haben. Mir ist es bloß gerade aufgefallen. Gerade aufgefallen? Ich wollte dir nur eine Modeberatung geben. Ja, ist okay. Hier hinten rein, noch hopp. Bin ich doch, das ist ein verrotteter Apfel, Paprika, wie auch immer. Da ist eine Tür. Ich guck da weiter mal raus, falls jemand von draußen kommt. Ah, oh, das ist so ein bisschen, das ist eigentlich so. So ein Draht ist das, ne? Zwischen hier ist niemand, hier ist niemand und auf der anderen Seite Action. Mhm. Ich würde sagen, diese Folge tun wir auch hier gleich Karten, würde ich sagen. Da kommt immer so ein Typ mit blauem Rucksack entgegen. Und würde einfach mal sagen, Sonne, die Zoom schon zieht? Ja, natürlich. Ne? Ich habe da gesagt, ich pass auf, aber das interessiert ja eh kein Schwein. Und ob wir dann demnächst vielleicht doch noch jemanden treffen oder nicht, das seht ihr dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Genau. Dann würde ich sagen, bis dann, tschüss.